mein Adventure, ich melde mich wieder mal. Jetzt bin ich schon auf der Fähre nach Sizilien. Ich bin da einfach hingefahren, habe ein Billett gekauft, one way. So, die Hunde habe ich im Wohnmobil gelassen. Wäsche gerade noch gewaschen, aufgehängt drin. Ich habe oben einen Dachlüfter, der bläst jetzt voll rein. Und da, wo die Wäsche hängt, beim Dachfenster, vielleicht sieht man es. Moment. Da bei diesem Dachfenster, da hängt die Wäsche dran. Bläst es wieder raus. So haben sie immer frische Luft. Ja, wie ist es weitergegangen? Wir sind ja von Rom, sind wir da in die Berge wandern gegangen. Da habe ich einen Beitrag darüber erstellt. Und ab da habe ich dann nur noch Blog geschrieben. Wenn ihr also wissen wollt, wie es weiterging, dann könnt ihr auch meinen Blog mal lesen. Unter womo-adventure.com. Also womo-adventure.com. Und da könnt ihr lesen, was wir sonst noch so erlebt haben. Ja, und jetzt geht es eben nach Sizilien und wir sind jetzt gerade an der Überfahrt. Wunderschön, schauen wir uns noch die Landschaft an. So sieht das aus. Ja, man sieht ja, dass die Insel gleich von Italien aus und die Überfahrt, die geht, glaube ich, keine Ahnung, eine Stunde. Wir sind jetzt gerade abgelegt und da drüben. Und jetzt geht es schon rüber. Jetzt sind wir dann, ich glaube, schon mehr als halber Weg haben wir schon. So, guten Morgen. Wir haben jetzt da irgendwo am Strand übernachtet. Auf der Straße. War schön ruhig. Und jetzt, wie ihr seht, gerade der Sonnenuntergang. Sonnenaufgang. Und dieser herrliche Ausblick. Gestern hat es ziemlich gestürmt, geregnet. Und ja, war richtiges Unwetter hier, aber nichts passiert. Und jetzt gehen wir dann weiter. Mal schauen, wohin. Vielleicht zum Etna hoch, aber momentan ist da bewölkt. Vermutlich auch Schnee. Ja, mal schauen. So, wir sind jetzt unterwegs zum Etna, zum Vulkan. Und es ist extrem neblig, während unten an der Küste scheint die Sonne und wir fahren da voll in die Scheiße rein, in die Suppe rein. Wenn wir Glück haben, dann ist weiter oben vielleicht die Nebelgrenze, kommen wir wieder raus. Ansonsten gibt es einen Nebeltag und man sieht keine 50 Meter. So, unterwegs habe ich noch eine Höhle gefunden, da unten. Geht jetzt mit euch da rein, mal gucken, was mich erwartet. So, ich bin jetzt in der Höhle und stockdunkel. Und hier geht es runter, tief runter in ein Loch. Ich probiere euch das zu zeigen, aber es ist ziemlich dunkel. Ja, man sieht also gar nichts außer dem Nebel. So, jetzt habe ich eine stärkere Taschenlampe geholt. Und hier braucht man, wie man sieht, Kletterzeugs, um da runter zu kommen. Und da unten liegt noch einer. Nein, das ist nur ein Helm, aber da seien schon mal zwei abgestürzt letztes Jahr, sagen sie. Ich bin jetzt bereits schon über die Abgrenzung und stehe da vor dem Loch. Aber ja, ich habe jetzt keine Lust, heute den Tag in der Höhle zu verbringen. Und deshalb gehe ich jetzt wieder zurück und dann fahre ich noch ganz nach oben. So, wir sind jetzt auf dem Mond. Vulkanerde. Da alles Vulkanerde. Wie auf dem Mond, hä? Wobei ich da noch nie war. Wir sind hier da gut auf 2000 Meter Höhe. Und leider ist es immer noch neblig. Ich hoffe, es reißt dann spätestens morgen auf. So, wir sind jetzt ein bisschen laufen gegangen und wie ihr seht,
richtige Vulkansteine, da ist alles voll, auch der Weg. Nochmal aus dieser Perspektive. Und ab und zu gibt es dann solche Stellen, da ist nicht gut zu laufen. Aber die Hunde, denen ist das egal. Hier sieht man den ersten Vulkankrater. Ist jetzt nur ein kleiner, 2000 Meter oben. Guck, Ayla. Seht ihr? Ayla ist da hinten oben. So geil. Da läuft sie. Am Kraterrand. Die sind, und Angie auch, da oben. Voll vergrößert. Mache ich wieder kleine. Ja, die laufen da schon am Kraterrand. Und hier ist der nächste Krater. Silvestri heißt der. Ein kleiner auch. Ja, hier hat es mal mächtig gesprudelt. Also mächtig, ja, ein wenig. Aber wann sieht man das schon? Ja, jetzt sieht man ein bisschen was. Wir sind ja gleich oberhalb der Straße. Da ist ein Landeplatz. Die Ayla. Jetzt schon wieder sich um Verselbstständigen. Wow, und hier sieht man jetzt eigentlich den Krater von oben. Viel besser. Und es macht auf. Endlich! Es macht auf. Jetzt sieht man viel mehr. Herrlich. Da oben liegt Schnee. Ja, das kennen wir ja, wir Schweizer. Aber herrlich. Schaut euch diese Landschaft an. Jetzt warten wir mal noch. Vielleicht wird es noch besser. Da ist die Angie, die guckt auch runter. Und Ayla. Ah, sieht das schön aus. Wilde Hunde. Auf dem Etna. So, jetzt bin ich das erste Mal da oben, wo vorher die Hunde waren. Schön, dass jetzt gerade die Sicht aufgeht. Da unten ist der Tourismus. Wir haben ein bisschen weiter unten geparkt. Da gibt es sogar eine Bahn, die hochfährt. Ja, man sieht immer mehr. Ja. Man sieht immer mehr. Fast die Spitze sieht man. Jetzt schlägt der Nebel wieder zu, volle Pulle kommt er und verschlingt uns. Da von unten kommt er. Aber noch sehen wir etwas. Ah, jetzt sieht man die Spitze. Wunderbar. Und der Nebel. So, wir sind wieder voll im Nebel und keine Ahnung, was durchgeht, weil man sieht wieder gar nichts. Und wir laufen jetzt einfach mal runter und irgendwie müssen wir ja wieder rauskommen. Oder ich folge einfach den Hunden nach, weil die wissen auch, was durchgeht. Ja, mal schauen. Man sieht einfach nichts. Und die Hunde, die sind jetzt auch schon wieder 20 Meter weg und man sieht sie schon nicht mehr, aber ich kann ja ihnen pfeifen, dann kommen sie wieder. Oder die Fußabdrücke ablesen am Boden, weil die sieht man auch immer wieder. Hier zum Beispiel, da ist sie durch. Ja, hier ist schon ein Mondfahrzeug durchgefahren, wie man sieht. Hä? Die machen wohl hier Tests. Nee, das waren Mountainbikes. Jetzt folgen wir einfach mal diesen Spuren. Weil die Hunde, die habe ich verloren. Keine Ahnung, wo die sind. Aber die kommen dann schon wieder. So, die Hunde habe ich wieder gefunden. Beziehungsweise sie haben mich gefunden. Das klappt meistens besser. Und ich höre jetzt auch schon eine Straße. Also, echt ein Labyrinth, wenn da nichts siehst. Dann denkst du, du seist irgendwo. Keine Ahnung, wo durch. Du kannst ja auch plötzlich an der Straße vorbeilaufen und du merkst es nicht. Aber ich habe jetzt was gehört. Ich höre Autos irgendwo da unten.
Und wir sollten bald mal die Straße erwischen. Also die Straße kann definitiv nicht mehr weit sein, weil hier liegt schon Abfall rum. Also die muss also gleich da unten sein. So, die Straße ist gefunden. Hier ist sie. Und wir müssen jetzt sicher nach links laufen. So, da vorne ist mein Camper. Wir sind wieder zurück und wir haben alles gefunden. Und ich meine, die Sensation ist ja das, Moment. Die Sensation ist ja, dass genau in diesem Moment, als ich da beim Krater war, das Wetter aufging. Ich meine, den ganzen Tag hat es Nebel und in diesem Moment, wo ich da bin, geht wieder mal das Wetter auf. Ich erlebe das so viel, dass einfach, ja, das so in Erfüllung geht, wie ich mir das wünsche. Ich meine, wir haben die Sicht gehabt auf den Spitz, auf den Ätna, den Krater runter. Einfach fantastisch. Ich meine, jetzt sind wir wieder voll im Nebel. Man sieht ungefähr 20-30 Meter weit, mehr nicht. Und ja, den ganzen Tag ist Nebel und genau in dem Moment, das ist manchmal wirklich unglaublich. Ja, das war's jetzt vom Ätna. Jetzt gehe ich rein ins warme Wohnmobil und schaue mir den Tennismatch von Roger Federer. Der spielt nämlich gegen den deutschen Zverev. Mal schauen, wer ins Finale kommt. Tschüss! So, es ist Sonntagmorgen früh und das Wetter ist heute super. Direkte Sicht da nach oben. Meine Hunde, vielleicht seht ihr sie schon. Die sind schon nach oben gegangen. Ja, da hinten. Und ja, heute gehen wir auf den Ätna mit den Fahrrädern. Probieren wir uns durchzuschlagen. Ihr hört dann wieder von mir. Ja, vielleicht noch ein bisschen Sicht, so wie es aussieht hier, weil man sieht jetzt einiges besser. So sieht das aus. Ah, alles schwarz, Lavasteine. Und da hinten ist sogar noch ein Wäldchen. Aber wunderbar. Da oben ist Angie. Wir haben immer Ausgang. Ah, die kommen wieder. So, ich bin jetzt mitten auf der Fahrt da hoch mit dem Bike, aber es ist sehr anstrengend. Jetzt schätze ich, bin ich auf 2600, dünne Luft. Man denkt immer, ja, E-Bike, das macht alles, kannst du vergessen. Du musst auch treten oder trampen, sonst geht nichts. Und zwischendurch immer wieder mal Pause machen. Den Pneudruck hinten habe ich runtergestellt. Ich zeige es euch. Auf gute 1,5 Bar etwa, damit ich mehr Grip habe, weil der Boden ist sehr sandig. So, jetzt habe ich mich wieder ein bisschen erholt. Jetzt fahre ich wieder weiter. Bis später. So, ich bin jetzt oben bei der Station. Von hier gehen Busse hoch. Also hier kommen die Leute mit der Seilbahn nach oben, wir ja mit dem Rad. Und, aber wir sind hier erst auf 2500, ich dachte schon mehr. Ja, und hier, die Aussicht ist super, das Wetter ist auch super. Ich zeige es euch gleich. Da ist das Meer. Das ist die Aussicht. Zu Fuß und die gehen mit dem Fahrzeug. He. Aber solange man laufen kann, laufen wir halt. Gibt noch andere. Oh geil, ich will da auch hochfahren, aber ich darf ja nicht. Sonst wäre ich da hoch ohne 4x4. Hätte ich vermutlich geschafft. So, ich habe den Weg verlassen. Ich laufe jetzt quer da hoch. Ich sehe fast nichts.
im Schnee. Da unten ist ein Krater, der riecht sogar noch. Da gehe ich am Schluss hin. Der ist noch warm. Und da oben, da riecht es auch raus. Also er ist immer noch aktiv. So, ich bin jetzt in die verbotene Zone rein, um ein paar heiße Videos zu machen. Da hinten raucht es, das ist der Etna. Und jetzt bin ich etwa auf 2,9 und es ist extrem anstrengend. Aber ich muss Gas geben, weil die Wolken kommen immer höher. Jetzt bin ich auf über 3000 Meter. Hinter mir ist der Etna und er raucht. Wie ihr seht, raucht er voll. Oh, mein Akku ist bald leer, ich will hier noch ein Drohnenvideo machen. Tschüss, bis später. Aber jetzt ist die Erde warm, weil es hat keinen Schnee mehr. Auf dieser Stelle jedenfalls. Yes, here we there. There are more crazy girls or guys like me. So I met them there in the top. And you see, ich wechsle auf Hochdeutsch. Ihr seht hier hinten, ja, hier raucht es richtig. Stinkt vermutlich nach Schwefel. Aber wir haben den Wind vor uns. Das heißt, wir haben fresh air. So, now I... I have a problem. So with the language. So now, speak your language. Now I fly with the drone. I see you later, alligator. Ich bin jetzt direkt vor dem Krater und er spricht sogar. Mann, war ich erschrocken. Plötzlich ein Knall. Jetzt da hinten. Extrem. Ich habe weiche Knie. Mann, oh Mann, dangerous. So, von einer anderen Position. Es ist extrem heiß. Oh fuck. Habt ihr das gehört? Crazy.
Ich habe dann zum ersten Mal den Home-Button gedrückt und dann sah ich, dass sie näher kam. Sie war fast 300 Meter oben und ja, sie kam dann wieder zurück bei starkem Wind und habe dann selber wieder gelandet. Hatte schon Angst, ich würde sie verlieren. Und hinten dran der Vulkan, der immer wieder laute Geräusche machte. Oh Mann, ich hatte richtig weiche Knie. Jetzt bin ich auf dem Rückweg wieder und habe nur noch 8% und habe den Handyakku ein bisschen warm gemacht. Jetzt geht's wieder ein wenig. Jetzt kamen gerade 4 Hunde auf unsere zugerannt. Einer blieb einfach stehen und dann hatten sie Angst. Ja. Ah, da kommen sie. Angie ist da noch ein bisschen vorsichtig. Aber die Ayla, die steht ihrem Mann. Keine Angst vor diesen Hunden. So, ich bin bereits auf dem Rad. Jetzt fahre ich downhill hier diese Straße runter. Ganz geil, die Hunde rennen, die mögen mir auch noch. Außer Ayla, die ist ein bisschen hinten zurück. Aber es geht super und ihr seht, das Wetter macht bereits wieder zu, aber vor allem unten. Also, es läuft, jetzt bin ich schon fast unten, es war wirklich extrem geiler Tag heute. Zum Schluss habe ich mir noch einen Platten geholt, ich bin wohl ein bisschen zu schnell runtergedonnert. Aber es war genau vor dem Teerstück, wo die Straße dann wieder anfängt, plötzlich hatte ich Platten, genau da. Bis da hat es gereicht, jetzt musste ich halt noch einen Kilometer laufen. Was soll's, aber ich habe es geschafft.